Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Bauwerk Parkett, Leica Geosystems und der St. Galler Stadtwerk. Aus 36 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2021 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen, in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Eine veraltete Software durch ein besseres und bedienerfreundliches Tool ersetzen, das vom Auftraggeber selber und von seinen Kunden genutzt werden kann. Das war vereinfacht gesagt die Aufgabe, die die Firma Inventix Zürich am Praxisprojektteam der Ostschweizer Fachhochschule Ost gestellt hat. Die Inventix hat vor Jahren eine eigene Applikation aus der Not entwickelt, um Software-Updates zu beurteilen. Und unser Auftrag war, um die Applikation neu zu entwickeln, mit Fokus auf Benutzereffizienz und modernem Design. Für die Ost ist das völlig Neuland. Noch nie hat sie ein Praxisprojekt zur Softwareentwicklung umgesetzt. Als weitere Schwierigkeit ist Inventix auf Kunden aus dem Finanz- und Versicherungssektor spezialisiert. Diskretion und Zurückhaltung gehören in dieser Branche zu den wichtigsten Voraussetzungen. Und doch ist es wichtig, dass man ab und zu einen neutralen Blick von Dritten überkommt. Bedeutung ist für uns, dass wir extern so ein Projekt geben können, nicht alles selber in-house entwickeln und so auch die Erfahrung von aussen haben können und so auch neue Kontakte knüpfen und auch mit der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Ost, die wir früher schon hatten, nochmal neu aufnehmen und auch vielleicht weitere Projekte in Zukunft damit abwickeln können. Bevor sich die Studierenden überhaupt mit der Entwicklung einer neuen Software befassen konnten, mussten sie zuerst die komplexen inneren Abläufe und Sicherheitsanforderungen des Auftraggebers kennenlernen. Als nächstes haben sie die Software sozusagen von außen nach innen erarbeitet. Wir haben eigentlich mit Hilfe des Design Thinking Prozesses angefangen, in verschiedenen Stufen einmal die Oberfläche dieser Applikation aufzubauen, einfach mal auf Papier. Und sind nachher dann eigentlich in die Entwicklung übergegangen und haben dann so eigentlich das fertige Produkt in der Inventix ausgeliefert. Die Inventix hat bereits die nächsten Schritte eingeleitet. Mit Hilfe einer Testdatenbank wird die Software von internen Experten auf Herz und Nieren geprüft. An einem baldigen Rollout steht voraussichtlich nicht mehr viel im Weg. Das Feedback intern, das wir schon haben von den Testern, ist sehr gut. Wir sind jetzt dran, das Tool zu implementieren bei uns, dass es dann Ende September, Mitte Oktober spätestens dann live wird gehen und dann produktiv genutzt wird. Von uns intern wie auch von den Kunden. Grosses Lob gibt es auch vom Projektcoach der Ostschweizer Fachhochschule Ost. Es ist eine State-of-the-Art-Lösung geworden mit modernen Technologien, mit einem Benutzer-Interface, was wirklich allen Anforderungen genügt. Nicht? Und also eine Inventix, die in diesem kritischen Bankenbereich unterwegs ist und für ihren Betrieb eigentlich dieses Stück Software einsetzen wird, ich glaube, das ist ein größeres Kompliment, könnte man den Studierenden und ihrer Lösung eigentlich gar nicht machen. Ne? Es gibt höchstens ein Kompliment, das das noch toppen wird. Wenn die Studierenden mit dem WTT Young Leader Award 2021 in der Kategorie Marketingkonzeption würden ausgezeichnet werden. Sie rechnen sich gute Chancen aus. Wir sind der Ansicht, dass unser Team gewinnen sollte, weil wir sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt haben. Zum anderen natürlich auch, weil wir die ersten Studenten waren, die an der Fachhochschule Ost ein Softwareentwicklungsprojekt gemacht oder durchgeführt haben. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2021? Die Preisverleihung findet am Montag, 27. September in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt. Mit der Zusammenfassung am Dienstag, 28. September auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, Scandola und Gallus Media.